In Niederösterreich gibt es fast 200 Lehrberufe. Bei dieser großen Vielzahl an Ausbildungsmöglichkeiten ist es wichtig, mit der Berufsorientierung früh zu starten und Kinder rechtzeitig über Chancen und Möglichkeiten zu informieren. Wie zum Beispiel bei der Arbeiterkammermesse in der Eventpyramide Vösendorf mit dem Titel Berufe zum Angreifen. Wichtig ist für uns natürlich, dass wir den Jugendlichen auch die Möglichkeit geben, vielleicht ihre Talente und Chancen noch mehr zu stärken bzw. zu erkennen, aber auch eine gewisse Korrektur, was die Einstellung so mancher Eltern betrifft. Wir haben das bei unseren anderen Messen, die wir durchführen, schon öfters festgestellt, dass sich unmittelbar beim Besuch gemeinsam mit den Eltern das Bild korrigiert. Dass die Eltern einer anderen Meinung aufgesessen sind und sie das aber dann gesehen haben, wie das Kind sich eigentlich dort bewegt und in den einzelnen Berufen sich orientiert. Also wir wollen ganz einfach die Ausbildung fördern, die Talente, aber was wichtig ist, dann den Start in das zukünftige Berufsleben als Facharbeiterin, als Facharbeiter in den Vordergrund stellen. Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer zeigen, was gute Sozialpartnerschaft bedeutet. Wir als Sozialpartner sagen ein lautes Ja zur dualen Ausbildung, ein Ja zur Lehre, und deshalb freue ich mich auch ganz besonders, dass unsere gemeinsamen Anstrengungen, die wir schon in den vergangenen Jahren gemacht haben, auch Früchte tragen. Wir haben heuer bei der betrieblichen Ausbildung, bei der dualen Ausbildung um 2,8% mehr junge Leute, die sich für eine duale Ausbildung entschieden haben. Und für mich ist es auch ganz besonders erfreulich, weil wir es auch geschafft haben, den Mädchen hier die duale Ausbildung und die Möglichkeiten, die sich für sie bieten, ein bisschen attraktiver zu machen. Bei den Lehrlingen, bei den Anfängern im ersten Lehrjahr haben wir heuer erstmals ein Plus von 4% bei den Mädchen. Bei den Burschen sind es um 2,3% mehr. Nur in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Diesem Zitat folgend setzt die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse bereits ab jüngstem Lebensalter auf präventive Maßnahmen. Gesundheit ist nicht nur im Alter wichtig, sondern Gesundheit fängt schon bei der Geburt an. Und Prävention und Vorsorge ist ein Hauptthema auch bei uns. Nicht nur die Versorgung, sondern die Prävention. Und da ist es natürlich auch schon wichtig, wie sich die Kinder von klein auf entwickeln, in welchem Umfeld sie aufwachsen, wo kann man denen helfen, damit sie dann später, wenn sie aus der Schule rauskommen, ins Berufsleben einsteigen und vielleicht auch, nein, nicht vielleicht, sondern ganz sicher auch mal in die Pension gehen, dass sie dann noch immer gesund sind. Ausbildung ist das Maß aller Dinge für die Zukunft junger Menschen. Die Basis dafür ist auch durch die gute Zusammenarbeit der Sozialpartner gegeben. Wir haben gute Partner, Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, unsere Betriebe und auch die Schulbehörde, die ja ganz wichtig ist, die uns überhaupt ermöglicht, dass die Schülerinnen und Schüler auch zu uns kommen können. Das funktioniert sehr gut. Den Kindern und deren Eltern wird in Niederösterreich eine Vielfalt an Möglichkeiten geboten, sich frühzeitig über das Berufsangebot zu informieren. Das Museum in Mödling war Schauplatz eines Benefizkonzertes zugunsten des Sozialpädagogischen Zentrums in der Hinterbrühl. Die traditionelle Uhrentombola und das ausgezeichnete Buffet brachten Einnahmen von mehr als 1.500 Euro. Vor vielen Jahren haben wir dann beschlossen, eigentlich könnten wir einmal ein Benefizkonzert gemeinsam machen. Das Museum hat uns unterstützt. Und dann, naja, das war so lustig, machen wir es nochmal. Und inzwischen ist das wirklich ein fester Bestandteil im Museums-Jahrkalender, dass wir dieses Konzert einmal im Jahr machen dürfen. Das ist bereits das 19. Konzert.
Der Verein an sich besteht schon seit 1991 und wir durch verschiedene Veranstaltungen bekommen wir Geld. Und mit diesem Geld werden unterschiedliche Dinge finanziert. Und ja, die Uhrentombola ist wirklich schon so traditionell, dass viele Leute daherkommen, auch wegen der Uhren. Wieder eine Elektronische. 41! Die Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich, besser bekannt als ASKÖ, feiert heuer ihren 125. Geburtstag. Mit einer Pressekonferenz der ASKÖ Niederösterreich in Trumau wurde das Jubiläumsjahr eröffnet. Ein Verein, der von freiwilligen Funktionärinnen und Funktionären lebt, 125 Jahre besteht, dann heißt das, dass dieser Verein auf ein sehr, sehr festes Fundament gebaut ist. Und dass eigentlich alle Höhen und Tiefen in diesen 125 Jahren miterlebt, aber vor allen Dingen überlebt hat. Nackte Zahlen belegen eindrucksvoll die Leistung der ASKÖ für die Menschen in Niederösterreich. Die ASK Niederösterreich hat 185.000 Mitglieder in Niederösterreich in 769 Vereinen. Sie sehen, wir sind eine sehr, sehr große Familie geworden, wo wir in mehr als jeder Gemeinde in Niederösterreich einen Verein oder eine Organisation angesiedelt haben und wo wir alleine nur im Sportbereich mit 2000 Sektionen ein Leistungsspektrum anbieten können, das ein ganz besonderes ist, nämlich vom Breitensport über den Gesundheitssport bis hin zum Spitzensport. Wo ich gleich sage, ohne Breitensport würde es den Spitzensport nicht geben. Um die Gesundheit der Bevölkerung zu heben, soll man bereits im Kindesalter mit dem Sport beginnen. Dem trägt auch die ASKÖ Rechnung. Wir versuchen, die Kinder schon in den Kindergärten und Volksschulen abzuholen. Und hier ist die Bilanz eine ausgezeichnete. Wir haben rund 1680 Klassen bzw. Gruppen betreut und über 7975 polysportive Bewegungseinheiten durchgeführt. Das waren Bewegungseinheiten, wo ASKÖ-Trainerinnen und Trainer dabei waren und wo wir in Summe 120.000 Kinderbewegungsstunden durchführen durften. Ein Großteil dieser Bewegungen wird im Bewegungscenter der ASKÖ in Trumau absolviert. Das feiert heuer sein 10-jähriges Bestehen. Wir haben seit dem Jahre 2007 3 Millionen Bewegungsstunden erreicht. Das ist etwas ganz Besonderes. Wir werden heuer die 400.000er Schallmeier durchbrechen. Das heißt, wenn man die Jahre so hochrechnet, sind hier in 3 Millionen Stunden Menschen sportlich bewegt worden, für den Sport begeistert worden. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Bilanz. Ich sage auch hier, weil wir heuer erstes Mal rund 900 Besucher pro Woche im Bewegungscenter in Trumau begrüßen können. Regelmäßige sportliche Betätigung ist ein Garant für ein langes und gesundes Leben. Pressekonferenz im Salonplafond des MAG an der Wiener Ringstraße. Thema: Sprit und Emission sparen. Dropnox heißt das Einbaukit für alle benzin- und dieselgetriebenen Fahrzeuge, das den Traum aller Autofahrer wahr werden lässt. Sprit und damit auch Geld sparen. Man darf das kurz erklären für diejenigen, die technisch ein bisschen interessiert sind.
dass jeder Motor heute seine eigene Konzeption hat, jeder Hersteller, und dass die Wirkungsweisen innerhalb des Motors sehr unterschiedlich sind. Unser Konzept basiert darauf, dass wir Wasser in den Verbrennungsraum einbringen. Und zwar machen wir das über Wassersättigung der Ansaugluft. Es gibt da mehrere Konzepte. Bosch und BMW haben Einspritzlösungen, aber wir versuchen hier, oder wir haben uns hier daran versucht, dann auf grundlegenden physikalischen Prinzipien einfach Wasser in die Ansaugluft hineinzubringen und zu sättigen. Mehrere Testphasen hat diese innovative Neuentwicklung durchlaufen, sowohl bei PKWs wie auch bei Nutzfahrzeugen. Wir haben auch hier ein halbes Jahr getestet. Wir haben hier in drei LKWs, in drei Mercedes-Benz-LKWs das eingebaut, einen Actros und zweimal einen Atego, und haben aber parallel andere Fahrzeuge mit, also wir haben hier drei Fahrzeuge mit dem Kit ausgestattet, und drei Fahrzeuge sind dann parallel mitgetestet worden im Verbrauch und haben hier genau gesehen, die Differenz zwischen den Fahrzeugen ohne dem Kit und dann mit dem Kit. Und auch hier konnten wir zwischen 5% und 18% Reduktionen auch feststellen. Spritsparen soll in Zukunft ganz einfach werden, und das zum relativ niedrigen Preis. Also das System ist im Prinzip ab sofort erhältlich. Wir sind fertig. Wer baut ein, ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Wir sind dabei, das Händler- und Werkstattnetz, was wir natürlich dazu brauchen, uns anzuschaffen. Wir haben schon einige Werkstätten, wir haben einige Händler. Wir sind im Gespräch mit Großvermarktern. Das sind die nächsten Schritte, die wir jetzt dann implementieren. Die Kosten für den Privatmann, für Otto Normalverbraucher, gehen bei 399 Euro los. Spritsparen wird also ganz einfach. Bei den immer mehr steigenden Treibstoffkosten ein kleiner Trost. Seit Jänner 2017 erklingt in der Event-Location Schwarzberg in Wien einmal im Monat das Wienerlied. Das Motto diesmal lautete Nacht der Göttinnen, das Wienerlied aus Frauenmund. Heute sind sozusagen die Königinnen des Wienerliedes dran. Ich bezeichne sie als Göttinnen, weil die Wiener Sängerinnen haben sie müssen einfach durchsetzen. Ne? Das war Emanzipation, die gedauert hat ziemlich lang, weil das Singen für Frauen war in Wien verboten, vor nicht allzu langer Zeit, sagen wir vor 100 Jahren. Aber wie Frauen so sind, sie sind sehr beharrlich. Grüner wird Lina, geht jetzt dran Lina, oder ein alter Riesling Akku. Was ist das Besondere am Wienerlied? Das Besondere, na schon einmal die Harmonik, Dur, Moll, das Jammern, das Zahn, das Drama, das ich liebe Drama. Ja. Jetzt stellt man sich klassisch Wienerlied-Sängerin vor, eher relativ bieder, hochgeschlossen, und dann steht eine Frau hier im sexy Outfit. Passt das auch zum Wienerlied? Ja, das habe ich mir auch gefragt. Ich frage sie, passt das? Ich weiß es nicht. Vielleicht mit Ballon? Ich komme aus Grinzing und ich habe dort die schlechtesten Interpreten des Wienerlieds gehört, die man sich vorstellen kann, damals in den frühen 80er Jahren und entsetzlich. Und wollte damit nichts zu tun haben ursprünglich. Und dann ist mir das passiert einfach. Und mein lieber Kollege Helmut Emmersberger hat mir dann Dudler vorgespielt. Und das hat mich derartig fasziniert, dass ich meine Meinung geändert habe und mich dem Wienerlied zugewandt habe auch. Steht mir in der Früh
und steigt am kahlen Berg hinauf. Dort sieht man unser schönes Wien vor sich im Sonnenglanz liegen. Welchen Stellenwert hat das Wiener Lied heutzutage? Ja, für uns natürlich einen großen, aber wie es halt ausschaut, glaube ich, nicht sehr groß im Moment. Es wird sich sicher wieder ändern und es gibt halt so wie die Tini oder die Daniela, die sind halt sehr gute Botschafter eigentlich für das Wiener Lied und wir sind froh, dass wir da sein können und dass wir da ein bisschen was für das Wiener Lied tun können. Das hab ich gern. Schön ist so ein Rinkelspiel, das ist ein Hitz und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder fort am Weg und trat sich doch am selben Fleck. Man kann sagen, was man will. Schön ist so ein Ringelspiel. Ich finde, Wien, jedes Bundesland hat sein Volkslied. Und Wien hat eben das Wienerlied. Es ist nicht jedes Lied mit Wein, Tod oder was verbunden, sondern es gibt wunderschöne Wienerlieder, die eben alles aussagen. Wir haben eine Stadt, die lebenswert und liebenswert ist und da gehört das Wienerlied halt dazu. Ja, schön ist so ein Ringelspiel, das ist ein Hitz und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder fort am Weg und trat sich doch am selben Fleck. Man kann sagen, was man will. Schön ist so ein Ringelspiel. Tag für Tag sind Millionen Menschen, Tiere und Produkte auf der ganzen Welt unterwegs. Bekannte und unbekannte Gesundheitsgefahren, wie etwa Infektionskrankheiten, die Grenzen und Kontinente überschreiten können und eine Bedrohung für unsere Gesundheit darstellen, reisen möglicherweise mit ihnen. Mehr Sicherheit und Schutz vor Gesundheitsgefahren für alle Bürgerinnen und Bürger ist ein zentrales Anliegen der Gesundheitspolitik der Europäischen Union. Jüngste Ausbrüche wie die Ebola-Epidemie oder das neu aufkommende Middle East Respiratory Syndrome stellen die Reaktionsfähigkeit der Europäischen Union bei derartigen grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren auf eine harte Probe. 2013 vereinbarten das Europäische Parlament und die 28 Mitgliedstaaten den rechtlichen Rahmen zur Bekämpfung schwerwiegender grenzüberschreitender Gesundheitsgefahren, den sogenannten Beschluss 1082, der Mechanismen und Hilfsmittel für das Management von Gesundheitskrisen in der EU bereitstellt. Während die einzelnen Mitgliedstaaten für angemessene Gesundheitsschutzmaßnahmen innerhalb ihrer nationalen Grenzen verantwortlich sind, unterstützt Beschluss 1082 die Zusammenarbeit und Koordination zwischen den Mitgliedstaaten zum Schutz vor grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren, wie etwa Gefahren durch übertragbare Krankheiten, die sich leicht von Mensch zu Mensch sowie Land zu Land ausbreiten können. Und die Gefahr, dass bestimmte Bakterien resistent gegenüber Wirkstoffen und Medikamenten werden. Gefahren durch Biotoxine aus Pflanzen wie etwa Rizin, die als tödliche Waffe verwendet werden könnten. Gefahren chemischer Art infolge der akuten Freisetzung giftiger Chemikalien. Oder Gefahren durch Umweltphänomene wie etwa Vulkanaschewolken oder extreme Wetterereignisse im Zusammenhang mit dem Klimawandel.
Beschluss 1082 legt allen Mitgliedstaaten nahe, besser auf künftige Ausbrüche vorbereitet zu sein, indem sie Informationen und bewährte Praktiken austauschen und sicherstellen, dass ihre Bereitschaftspläne kompatibel, konsistent und wirksam sind. Beschluss 1082 bietet Mitgliedstaaten zudem die Möglichkeit, an einer gemeinsamen Beschaffung teilzunehmen, um medizinische Produkte wie Impfstoffe und Arzneimittel zu erwerben. Zudem wurde mit dem Beschluss 1082 ein epidemiologisches Überwachungssystem eingerichtet, um über 40 übertragbare Krankheiten in ganz Europa ständig zu überwachen. Ebenso eine Ad-hoc-Beobachtung im Falle von Gesundheitsgefahren durch Chemikalien, Umweltgefahren oder Biotoxine. Anhand des Frühwarn- und Reaktionssystems EWRS senden Mitgliedstaaten sofort Warnmeldungen über die Art und den Ort der betreffenden Gefahr an die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Weltgesundheitsorganisation WHO. Im Falle eines Ausbruchs ist es immer entscheidend zu wissen, um welche Gefahr es sich genau handelt und welche Risiken für die Menschen in der Europäischen Union bestehen. Europäische Agenturen und wissenschaftliche Ausschüsse führen Risikobewertungen von Gefahren durch, um verschiedene Möglichkeiten und angemessene Maßnahmen vorzuschlagen, die von Krisenmanagern umgesetzt werden können. Während einer Krise tritt der Gesundheitssicherheitsausschuss HSC, der aus Vertretern und Vertreterinnen aller 28 Mitgliedstaaten besteht, zu Konsultationen zusammen, um Maßnahmen zum Schutz vor einem Ausbruch je nach den damit einhergehenden Risiken zu koordinieren. Der Gesundheitsausschuss berät zudem über angemessene Krisenkommunikation, die Gesundheitsbehörden nutzen können, um sicherzustellen, dass sowohl die Bevölkerung als auch das zuständige Gesundheitspersonal klare, konsistente und kohärente Informationen erhalten. Falls erforderlich, werden internationale Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation eingebunden und internationale Partner aus anderen Ländern konsultiert. Der von der Kommission unterstützte Beschluss 1082 stellt uns die nötigen Mechanismen und Hilfsmittel zur Verfügung, um Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu managen und so die Gesundheitssicherheit in der Europäischen Union zu erhöhen. Eine solide Krisenvorsorge schützt Europa vor Gesundheitsgefahren und die Gesundheitssysteme in Europa vor zusätzlichen Belastungen. Wir können nicht jede Krankheit und jede Gefahr voraussehen. Gemeinsam können wir aber für den schlimmsten Fall gerüstet sein, um im Falle einer Krise schnell zu reagieren. Beschluss 1082. Krisenmanagement für schwerwiegende Gesundheitsgefahren in der Europäischen Union. Schneit, dann sind da die Nacht schon
schlafen traut. Die Sonne ist zu heiß, immer das Wasser. Der Himmel still, das ist ein selber Trass. Finde und Biene traut, Sonne, Rüsen, kleine Blätter. Wie das traut, der Sommer, der Biene, Frühling in Paris. Tolles Sterben draus, Biene ist alt. Sterben krank, manchmal viele Mädchen gehen seine Kraft. Manchmal ab und zu viele Gräber und Seele liegt Leib und Stimmen und leise Schmetterling sitze krank. Wo Schmetterling sitze, Stimme der Graue, Sterben Gras, Frühling viele Blumen, das ist ein Blumenduft, der Erde steht, Sterben Gras, Winter ist kalt, das ist ein sterbendes Gras. Scheint und scheint ganzer Tag.